Hallöchen und willkommen, ja, zurück, muss man fast schon sagen. Willkommen zurück auf der Map Valguero. ARK hat tatsächlich mal wieder ein sehr schönes, großes Update, beziehungsweise einen DLC, einen Downloadable Content bekommen, der zudem auch noch tausendmal gefragt worden, darum packe ich es gleich an Anfang des Videos, kostenlos ist. Ihr könnt ihn euch runterladen auf Steam, kostenlos, und es ist die Map Valguero, die wir auch schon als Mod-Map vorgestellt haben. Zusammen mit dem Nekatos bin ich damals in mehreren Folgen hier über diese Map geflogen und wir haben uns angeguckt, was er und sein Team dort schon als Modder gebastelt haben. Jetzt ist ARK, bzw. Studio Wildcard, auf die zugegangen und hat gesagt, die Map ist so geil. Ja, die haben ja auch den Mod-Contest gewonnen. Die Map ist so geil und wurde ja auch bei uns in der Community und insgesamt extrem gefeiert. Die würden wir gerne in das Spiel integrieren und da möchten wir eine offizielle DLC-Map machen, so wie das auch zum Beispiel zuvor schon mit Ragnarok oder The Center passiert ist. Und siehe da, 5 Monate später, die haben 5 Monate im Verborgenen geheim gewerkelt, ohne dass Nekatos auch nur ein Sterbenswörtchen mir gegenüber gesagt hat. Bin enttäuscht. Nein, Quatsch, er musste natürlich schweigen. Ja, das sollte alles geheim bleiben. Er wollte Studio Wildcard natürlich Geheimniskrämerei betreiben. Und entsprechend haben wir da nichts erfahren. 5 Monate später allerdings ist jetzt diese Map fertig und wird dann im Juli für die Konsolen erscheinen. Die müssen leider noch ein ganz klein bisschen länger warten, kommen dann aber auch endlich in den Genuss von Valguero. Auf dem PC hingegen ist es jetzt bereits gestern Abend erschienen, da haben wir bereits einen Livestream auf twitch.tv/koyaletsplay gemacht und sind auf dieser Mapfe hier herumgeflogen, beziehungsweise, naja, haben unsere ersten Schritte im Whitecliff-Biom gemacht. Ich werde jetzt nochmal einen kleinen Überflug machen über die Biome. Es hat sich tatsächlich einiges getan. Einige Sachen haben sich so verändert, dass man sagt, boah, geil. Einige Sachen haben sich allerdings auch in der Richtung verändert, dass ein paar Features, die vorher drin waren oder geplant waren, gestrichen wurden, so wie das bei Ragnarok ja beispielsweise auch war. Ganz lässt sich dann eben auch nicht immer dieses Wunschdenken der Modder, so muss man es ja dann, glaube ich, auch mal ein bisschen bezeichnen, hier und da umsetzen oder wäre dann nur mit einem enormen Aufwand zu bewerkstelligen gewesen. Natürlich werden wir über das ein oder andere sehr trauern, vor allem eben die diese Mod-Map schon gespielt und geliebt haben, werden hier und da wahrscheinlich zusammenzucken und sagen, was, warum? Die Map noch nicht kennen, werden hellauf begeistert sein, denn es gibt so viel Neues und Tolles zu entdecken. Allen voran hier die White Cliffs, eines der exklusiven Biome von Valguero sozusagen, mein Liebstes. Ja, deshalb fange ich hier auch an. Wir werden es sehen, während wir hier drüber fliegen. Auf der Mod-Map waren die Extinction-Tiere unterwegs. Dort gab es Gasbags, dort gab es die Velonasaurs, dort gab es, was gab es eigentlich noch alles? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Gab es Gashers? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gab es die Extinction-Tiere zum Teil und hier jetzt nicht mehr. Hier jetzt leider nicht mehr. Dafür wurde diese Map erweitert mit einer wahnsinnigen Unterwelt, die wir uns auch noch anschauen werden. Es gibt einen unterirdischen Ozean, es gibt eine unterirdische Aberration-Welt, in einer Größe, wie es eigentlich schon wieder eine eigene Karte ist. Und extrem schick gestaltet, das werden wir uns dann anschauen. Habe ich mich selbst noch kaum gespoilert, aber ich weiß, wo der Eingang ist. Und von daher werden wir da gleich runterdüsen. Und dafür ist das eben alles hinzugekommen und es wurden einige neue POIs, also Points of Interest, geschaffen, die in den einzelnen Biomen verteilt sind. Dafür ist das Gesicht der Biome hier und da etwas verändert worden und hier und da wurden sie erweitert, hier und da auch etwas beschnitten. Wir werden uns das alles mal ein bisschen angucken. Es hat sich schon echt ein bisschen was getan, auch für die, die die Valguero-Map schon kennen. Also das Whitecliff-Biom besteht im Grunde genommen aus 2 Ebenen. Einmal eben diese obere, sehr, sehr flache Fläche. Das ist jetzt ein toller Satz. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wenig hügelig. Man kann sehr, sehr viel und flach und gut bauen. Und dann gibt es eine etwas zerklüftete Schlucht, in der man hier eben auch extrem schöne Ecken hat mit Wasserfällen und auch immer wieder so Plattformen, in denen dann wunderbar Basen entstehen können. Was ich besonders cool finde, sind diese verschiedenen Ebenen mit diesen, ich sag jetzt mal so, pilzartigen Gesteinsauswüchsen hier, ja. Das ist halt richtig, richtig cool und lädt schon zum Bauen und Brückenschlagen und hast du nicht gesehen ein. Macht mega Laune, hier in den Whitecliffs unterwegs zu sein. Die vorherigen Folgen schon gesehen haben, wo wir Valguero vorgestellt haben, werden das schon kennen. Werden aber genug sein, die jetzt gerade
das erste Mal nach Valguero suchen und dann das hier sehen. Insofern werde ich auch diese Biome natürlich nochmal zeigen. Ein schöner neuer Bereich ist hinzugekommen. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt auf Anhieb. Dort gibt es dann ein extrem, da hinten ist es, genau, ein extrem ausgedehntes Ruinen-Areal. Und ich finde, das ist nicht nur geil, sieht nicht nur schick aus, sondern lädt auch irrsinnig dazu ein, dort zu bauen und das Ganze wieder so ein bisschen auszubauen, ein bisschen wieder schön zu machen, wieder fit zu machen sozusagen. Also zumindest geht es mir immer so, wenn ich Ruinen sehe, dann möchte ich da am liebsten direkt wieder die Mauern hochziehen. Es gibt leider, glaube ich, immer noch keine anständige Ruinen-Mod. Es gab mal so eine Ruins, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Da konnte man so ein paar Wände bauen und ein paar Skulpturen, aber das war auch alles. Ich glaube, die gibt es auch immer noch, könnte man auch immer noch nutzen, aber das ist nicht so das, was ich bräuchte. Ja, sondern ich bräuchte halt etwas, was in diesem Look der Ruinen dann so eine alte Mauer wieder aufbauen könnte. Das wäre echt cool. Das wäre echt cool. Vielleicht gibt es die mittlerweile und ich bin ja jetzt auch ein bisschen raus aus Ark. Ich habe ja länger nicht gezockt und habe mir eine Pause gegönnt, was glaube ich auch gut war. Ich brauchte auch einfach mal wieder so ein bisschen Ruhe vor Ark. Aber jetzt mit der neuen Valguero-Map habe ich wieder richtig Bock. Und wir haben ja im Livestream schon angefangen, Sinde und ich. Und hatten irrsinnig Spaß. Okay, also hier ist dieses Ruinen-Areal und wir sehen, das ist echt riesig und bestimmt gibt es hier auch irgendwo was zu entdecken. Ich hoffe ja immer noch so auf eine kleine Höhle oder irgend sowas. Aber ich habe jetzt beim schnellen Überflug nichts gesehen. Ganz alles werde ich auch nicht spoilern. Der gute Nekatos, mit dem ich das sonst immer zusammen gemacht habe, ist aktuell im Urlaub auf Island. Ich bin überhaupt nicht neidisch da drauf oder so. Das lässt mich völlig kalt. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass er da mit seinem Twitter-Account permanent tolle Fotos von Island postet. Dann bin ich in Norwegen und werde ihn dann Foto bebomben, ja, als Rache. Und nachdem ich dann aus Norwegen zurück bin, das wird so Mitte, Ende Juli sein, dann werden wir wahrscheinlich zusammen auch nochmal ein paar Aufnahmen machen hier zu Valguero und er wird bestimmt ganz viel erzählen können, was diese Entwicklung betrifft, warum manches vielleicht so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Und wo vielleicht auch die kleinen versteckten Geheimnisse sind. Ja? Aber ich feiere allein hier diese riesigen Ruinen, diese Säule, diese Brücke hier rüber. Ja, ich kann das mal von außen gerade nochmal zeigen. Ich feiere das ungemein. Also dieses Eck hier, ein bisschen mehr Wasser. Ja, ihr wisst ja, ich mag immer Wasser. Wasserfälle vor allen Dingen. Ja, ein bisschen mehr Wasser wäre cool. Hier gibt es, glaube ich, nur so einen kleinen Tümpel da unten irgendwo. Da, genau. Das wäre irgendwie schon nice. Aber, naja. So, und hier haben wir einen der netten kleinen Kerlchen, die neu hinzugekommen sind. Das sind die Deinonychus. Gefiederte Raptoren, die sehr, sehr fies sind. Vor allem, weil sie normalerweise, im Gegensatz zu diesem Kerl hier, der wurde wahrscheinlich schon dezimiert, normalerweise sind die im Rudel unterwegs. Und zu mehreren kriegen die dann auch entsprechend einen Rudel-Buff. Und der hat es gleich hinter sich. Da ist er hinüber. Zu mehreren kriegen die auch einen entsprechenden Rudel-Buff und sind dann richtig, richtig fies unterwegs und können auch größeren Dinos gefährlich werden. Fies ist, die springen einen an und pinnen sich fest. Also beim Menschen wird derjenige dann umgeworfen und die nagen dann an einem ein wenig rum. Da ist so ein Rudel in Aktion. Und aber auch bei Rexen oder dergleichen, die springen die an. Wir sehen es auch am Känguru, es gibt dann so einen Blutungsschaden. Und ja, beim Rex, der wird dann angesprungen, hat dann diese Viecher da an der Flanke sitzen beispielsweise und kann sich dagegen gar nicht so recht wehren. Das ist dann schon echt fies, also muss man dann auch seine Rexe und Co. dann erstmal von diesen Plagegeistern quasi befreien. Die Schlagfrequenz ist auch enorm und sind wirklich ernstzunehmende Gegner. Die Deinonychus sind reitbar, aber nicht zähmbar. Klingt komisch, ist aber so, denn man muss erstmal die Nester von diesen kleinen Tierchen finden. Und wenn man die dann hat, dann kann man aus diesen Nestern ein Ei klauen und dieses Ei dann großziehen. Ich bin jetzt gerade am Suchen, ob wir hier nicht zufällig ein Ei haben. Wenn die hier schon mal rumflattern, ist ein relativ großes Nest, auch eigentlich kaum zu übersehen. Und ähnlich wie diese Mechanik ist mit den Drachen und Dracheneiern bzw. Wimmerneiern, so ist es eben hier auch. In diesem Nest liegt dann ein befruchtetes Ei, das kann man mitnehmen und dann entsprechend großziehen. Leider finde ich es gerade nicht.
Im Stream gestern haben wir dann tatsächlich auch ein Ei gefunden, dazu noch ein 145er, also ein sehr hochleveliges. Ich bin jetzt entweder blind oder es gibt hier vielleicht auch kein Nest. Also ich glaube nicht immer, wenn so ein Rudel unterwegs ist, hat man dann auch ein Nest am Start. Auch nochmal ganz kurz, aber ich glaube nicht. Die sind hier relativ häufig, ihr seht's, ja. Die sind relativ häufig, treiben hier Unwesen und insbesondere für Startspieler, also wenn man gerade frisch gespawnt ist und dann erstmal so einen Rudel an der Backe hat. Ganz viel Spaß hier in Whitecliffs mit diesen Deinonychus. Die anderen Raptoren sind selbstverständlich auch am Start, die Standard-Raptoren. Also von daher, das ist gemein, das ist fies, aber es ist halt auch schön. Und entsprechend ist das einfach, es bleibt mein Lieblingsbiom und ich freue mich auf die Deinonychus, wenn man die dann zähmen kann. Wir haben auf unserem Community-Server, den es übrigens auch wieder zu dieser neuen Map gibt, ja, gibt wieder für Supporter, für alle, die subscribed haben auf Twitch, als Dankeschön eben auch einen Supporter-Server wieder mit der neuen Valguero-Map. Hier gibt es übrigens Kristall bei den Ruinen, ist ja schön. Auf unseren Community-Servern hatten wir bereits die Ark Editions-Mod drauf. Das ist eine Mod, die neue Dinos reinbringt und da waren die Deinonychus auch bereits am Start. Allerdings mit anderem Setting. Also die waren, ich glaube, die haben einen da nicht so festgepinnt, zum einen. Und zum anderen waren sie zähmbar, ganz klassisch. Also da haben sie jetzt nochmal an den Mechaniken gedreht. So, das sind die Ruinen in den Whitecliffs. Mega geil. Gefallen mir richtig gut. Ein bisschen mehr Wasser hätte gut getan, aber das ist mein ganz persönlicher Geschmack einfach nur. Auf jeden Fall ist es halt ein riesig großer Bereich, wo die sich erstrecken. Wir machen uns mal rüber mit einem Schnellflug Mammutbaum-Biom, na, ich komme doch gerade nicht, Redwood-Biom, so, in das Redwood-Biom. Hier gibt es ein paar neue Ecken, die sich so ein bisschen schön neu entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob das hier schon war, so ein Aufgang, der ist recht schick. Ich habe es jetzt nicht mehr 100% alles in Erinnerung. Hier hinten diese Wasserfälle gefallen mir auch sehr gut mit diesem einsamen japanischen Kirschbaum quasi hier. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Hier oben auch wieder so Ruinenbrücken, die hier da von einem Baumstamm noch unterstützt werden, mehr oder weniger. Und jetzt muss ich mal gucken. Es gab nämlich hier auch eine weitere Ruine. Ich muss mal gucken, ob ich die finde. Die war ein bisschen versteckt, aber sah sehr schick aus. Da. Hier ist er in der Nähe des roten Obelisken in Richtung des Tundra-Biomes, welches sich auch ein bisschen neu gestaltet hat. Und hier diese Ruine kannte ich vorher jetzt auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob es hier einen geheimen Eingang zu irgendwas gibt oder so. Mal gucken. Das hier sieht doch so verdächtig aus, oder? Ja, komm, lass mich durch, Mann. Verdammt, ich dachte, ich hätte gerade was Schönes gefunden. Also, diese Ruine hier ist nicht so groß, aber sehr, sehr schick gebaut. In diesem U an den Berg geklatscht. Und dann geht es hinten auch noch ein bisschen in den Berg rein. Das lässt sich natürlich auch irrsinnig geil zu einer Basis ausbauen, ne? Das ist einfach episch. Ja, nicht so riesig wie dieses Gebiet in den White Cliffs, aber dafür kann man das hier echt toll zum Basisbau nutzen. Ja, hier vorne könnte man wunderbar ein Gebäudekomplex da dran bauen, ja, Türmchen und hast du nicht gesehen. Und hier hinten hat man dann Platz tatsächlich für Dinos. Alles nicht riesig, alles nicht groß. Man muss auch gucken, wie man Dinos rein und raus bekommt. Aber ich glaube, da werden genug Leute kreativ. Und dann habe ich gedacht, Mensch, geil, ich habe den Höhleneingang gefunden. Einen Höhleneingang oder wie auch immer. Und dann nix. Hier kann man auch, ich bin ja momentan ein Spectator. Also auch wenn man dahinter geht, nix. Ja, leider nicht. Aber irgendwo wird es bestimmt noch schöne versteckte Höhlen geben. Was ich jetzt nicht gefunden habe, das werde ich dann bestimmt mit dem Nekatus zusammen mal angucken, was aus dieser Spinnenschlucht geworden ist. Habe ich jetzt nicht sehen können. Hier ist dann das Tundra-Biom. Nicht mein Favorite, sage ich ganz offen und ehrlich. Aber mit diesen spitzen Steinen erinnert so ein bisschen an Extinction. Ich mache gerade mal wieder ein bisschen Tageszeiten anders. Erinnert so ein bisschen an Extinction mit diesen spitzen Steinen. Aber es ist so vom, ne, wo ich gerne bauen würde, also da ist es eher weiter hinten. Das ist jetzt nicht so toll, obwohl dieses Eck hier hinten, das ist schon schick. Das ist schon schick, aber es ist einfach nicht so mein Typ Landschaft, den ich gerne hätte.
aber dafür würde es vielleicht anderen noch besser gefallen. Insofern, ah, dieses Eck hier hinten ist schon geil. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Keine Frage. Ist auch nicht so riesig, das Biom. Relativ klein gehalten. Ich schätze mal, wir werden wahrscheinlich Nashörner, Mammuten und dergleichen haben. Ah ja, Yutyrannus sind hier zu Hause. Mammuts. Ein paar ganz wenige Schweinchen. Nashörner habe ich jetzt keine gesehen, interessanterweise. Hier haben wir Argentavis auch am Start. Was ist eigentlich aus diesem Argentavis-Felsen geworden? Den habe ich jetzt auch nicht mehr gesehen. Ich schätze, der ist auch eher weg. Den hat es wohl auch gehimmelt bei der ganzen Sache. Naja, und dann haben wir das Eisbiom. Und die Hauptattraktion im Eisbiom ist die Gletscherlandschaft hier hinten. In diesen wahnsinnigen Eiskomplexen. Und dahinter verborgen... Mach die Musik mal ganz klein wenig leise. Ihr entschuldigt es kurz. Muss ich so gegen anschreien. Dahinter verborgen ist dann die Drachenschlucht mit Eiswürfern und Co. Und die haben wir uns ja bereits in einem ausführlichen Video angeguckt. Das muss ich jetzt insofern nicht nochmal alles wiederholen. Aber wir wissen ja, da geht es dann noch runter. Und mit vielen Überraschungen und schönen Drachen und dergleichen. Wir drehen hier um. Das haben wir uns im letzten Valguero-Video bereits angeguckt. Da möchte ich einfach an dieser Stelle darauf verweisen. Und hier sind sie natürlich, die Drachen. Hier sind die Eiswürfern. Oha. Alter. Alter, Finne. Ja gut, sind ein paar. Ja, viel Spaß. Ich bin da mal weg. Alter, okay, krass. Und dann kommen wir auch schon in den Dschungel. Sumpf, in den Schumpf. Und der wurde stark verändert. Wenn ich mich nicht total täusche, war eigentlich mal hier am Eingang zum Sumpf, an diesen Wasserfällen, eine große, epische, grandiose, schöne Brücke. Ich weiß nicht, ob das hier war oder hier drüben irgendwo. Aber irgendwie vermisse ich einen Ruinenkomplex, ganz, ganz ungemein, der hier war, mit so einer großen Brücke drüber. Und dann war da noch so ein Türmchen oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es eigentlich extrem schick, der Eingang zum Sumpf. Und jetzt ist er eher so, boah, Sumpf. Das fand ich schade. Warum ist dieses schöne Eck weg? Wahrscheinlich wird es Nekatos uns verraten. Insgesamt ist dieser Sumpf, glaube ich, sehr stark verändert worden. Landschaftlich. Schön dicht. Sumpfig hier. Guck mal, da ist auch wieder mal eine kleine Ruine versteckt. Wir werden gleich uns noch eine große Ruine anschauen. Auch schön. Auch sehr schön gelegen, wenn man das so ein bisschen lichtet hier, ne, mit dem Blick auf den See. Sehr schön gelegen, sehr schön gemacht. Sowas gefällt mir, so richtig schön verborgenes, kleines Nest quasi. Ich bin ja eigentlich schon, ich mag den Sumpf eigentlich immer. Wir haben in Ark Staffel 2 haben wir auch im Sumpf gehaust, ja. Es ist zwar immer sackgefährlich und irgendwo auch manchmal nervig, aber irgendwie ist es halt auch schön. Hier musste ich natürlich gerade mal gucken, ob da irgendwas Höhliges drunter war. Hier haben wir, war das hier? Nee, aber so ähnlich war das, ne? Hier die Brücken. War das hier? Habe ich Unrecht getan? Waren das hier die Brücken, die ich meinte? Hat sich das so stark verändert, dass ich einfach nicht wiedergefunden habe? Es kann natürlich auch sein, dass hier das die Brücken waren, ne? Ich habe den Sumpf total anders in Erinnerung. Vielleicht ist auch einfach zu viel Zeit vergangen. Das kann sein, dass das hier war. Diesen schönen Brücken und dann dem Weg, der dann zu weiteren Ruinen führt. Aber irgendwie, also... Korrigiert mich, aber ich meine, es hat sich echt viel verändert im Sumpf. Ich meine, hier ist quasi kein Stein, wie er vorher war. Nicht ganz, aber schon einiges anders. Und dann gab es ja den großen Aufgang am Rand der Karte hier hoch zu diesen ruinösen Ruinen, die dann oben so ein großes Tor hatten. Und bei diesem großen Tor konnte man dann einen Stein betätigen und dann ging es in die Unterwelt. Und das scheint jetzt weg. Dafür ist hier der heilige Baum entstanden. Sieht cool aus hier, Mensch. Das Eck ist ja mega geil. Boah, das Eck ist mega geil. Braucht man eine andere Uhrzeit, damit er hier mal im richtigen Licht ist.
Okay. Ne? Ihr kennt ja mein Fotoapparat. Den habe ich immer dabei. Und den brauchen wir für solche Stellen. Das sieht richtig, richtig cool aus. Brauche ja auch immer einen Screenshot für die Folgen, ne? Von daher. So, dafür geht es dann hier jetzt eine Ebene hoch und ich glaube, dieser Bereich scheint mir auch neu. Ich bin aber unsicher. Helft mir, wenn ihr Valguero schon länger gezockt habt. Also hier scheint wirklich sehr vieles passiert zu sein. Und wie gesagt, wir schauen uns gleich sehr, sehr große Ruinen an. Was ist denn hier? Das ist doch auch mal auffällig. Oh, ein sehr geiler Metallspot. Sehr, sehr geiler Metallspot. Und ein sehr auffälliger See, den wir uns dann erstmal gleich anschauen, nachdem wir uns diese wunderschönen Ruinen nebenan hier angesehen haben. Zu denen gibt es einen ja, mehr oder weniger geheimen Eingang unten am Fuß des Berges. Ich bin nur gerade unsicher, wo der Eingang war. Ich glaube, wir gehen es lieber von oben. Auch hier super genial, finde ich, diese super enge Schlucht. Also das ist eigentlich diese Ruine, die muss man einfach zu einer Basis ausbauen. Hier ging was raus und rein. Ah ne, da geht's nur durch. Boah. Boah. Das ist der Berg unter der Ruine. Auch viel Eisen. Naja, viel nicht, aber ein bisschen Eisen. Und hier geht's noch ein bisschen hoch. Ich liebe diese Ecke. Ganz ehrlich, ich liebe diese Ecke. Die ist einfach gigantisch. Pass auf, wir gehen da jetzt erstmal hier hin und schauen uns die Burg an. Von außen kastig-klotzig, zugegebenermaßen. Lässt sich aber bestimmt hoffentlich gut weiter ausbauen. Hier über die Brücke kommend gibt es dann einen kleinen Eingang. Fragt mich nicht, wie man zu dieser Brücke kommt. Ich glaube, es gibt nur den Geheimeingang. Also ich glaube, wenn du auf dem Landweg dahin willst, musst du nur den Geheimeingang nehmen. Den wir gleich dann hoffentlich sehen werden. So, diese Burg hat mehrere Ebenen, zu denen man nicht mehr so gut hochkommt. Muss man sich wieder erkämpfen sozusagen. Hier über den Turm. Können wir ganz nach oben mit Top-Aussicht. Dann haben wir hier das Dachgeschoss. Also das lässt sich wirklich gut ausbauen. Hier würde ich am liebsten meine Basis, ehrlich gesagt, errichten. Mit dem Blick, oder? Ganz ehrlich, wer nicht? Wer bitte würde diesen Blick nicht haben wollen? So, und wenn man dann jetzt hier runter geht. Irgendwo gab es noch einen ganz wichtigen, tollen, großen Abgang. Den müssen wir jetzt gleich mal finden. Hier ist er. So, jetzt noch mal ein bisschen. Ne, wir kürzen das ab. Wir gehen jetzt nicht die Treppen. Dann geht's ordentlich runter. Durch eine Höhle. Auch permanent bergab. Und dann kommt man tatsächlich am Fuß des Berges raus. Unterhalb der Brücke ist es. Ein bisschen. Also ganz ehrlich, neben den Ruinen in den White Cliffs ist das hier mein absoluter Favorite-Punkt. Diese Aussicht von der Burg aus in Richtung, ja, eigentlich die ganze Map hast du dann vor dir, ja. Das ist wirklich sehr, sehr geil. So, und jetzt kommt natürlich der wichtigste Punkt, den alle wissen wollen. Wo geht's ins Aberration-Biom? Und das weiß ich auch nicht. Nein, doch, ich muss es nur gerade finden. Hier sind die Wasserfälle. Genau. Und da dann, also wenn man von der Ruine in Richtung Eis grob geht, da dann bei den Wasserfällen. Und hier ist so ein nettes kleines Löchelchen. Es gibt bestimmt noch weitere Abgänge. Gehe ich jetzt einfach mal fest von aus. Das ist einer. Sicherlich kein einfacher, weil mit Fliegen ist ganz schön gefährlich, wenn man hier ins Wasser klatscht. Dürfte es gleich ruckeln, wenn die Unterwelt dann geladen wird.
quasi eine eigene Instanz der Map. So, hier genau, hier war dann der Übergang. Und dann willkommen in Arc Aberration. Schön duschen. Ich mach mal Gamma ein bisschen an. Ist das geil oder ist das geil? Hier sind die Tore, wie wir sie aus Arc Aberration eben kennen. Und erinnert halt sofort an das Startgebiet, wo man in Aberration damals angefangen hat. So mega cool, dieser Moment, wenn man dann runterkommt und dieses hier sieht. Hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich werde noch eine zweite Folge drehen, denn diese Welt hier unten ist bestimmt auch nochmal sehr umfangreich, groß und schön zu erkunden. Das kriegen wir jetzt gar nicht alles in einer Folge unter. Wir werden diese dann in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal haben. Und dann hoffe ich, schaut ihr wieder rein. Bin gespannt auf euer Feedback, was ihr bisher von Valguero haltet. Insbesondere, wenn ihr Valguero bereits zuvor gezockt habt. Tut es euch sehr weh, dass die Extinction-Tiere raus sind? Oder ist das eher, naja, dafür hat man eine riesige, tolle Welt zu erkunden mit vielen Neuerungen und tollen Ideen? Oder, ja, habt ihr sonst irgendwelche... Vermisst ihr sonst irgendetwas, was vorher auf der alten Mod Valguero Map war, was jetzt zu fehlen scheint? Ich freue mich hier unten auf Aberration, wie das hier so aussieht, wie das hier gestaltet ist. Und wir erkunden das dann gemeinsam. Zusammen mit der Sinde im Übrigen dann, weil es weitergehen natürlich auf unseren Twitch-Kanälen, auf twitch.tv/koyaletsplay. Und dort werden wir dann zusammen Valguero erkunden, mal schauen, wo es uns hin verschlägt. Wahrscheinlich auf irgendeine dieser Burgen und Ruinen. Und wahrscheinlich auch hier runter. Wollen ja mal gucken, was es hier so gibt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.